Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich heiße nicht nur Philipp, sondern euch auch herzlich willkommen zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Das wird jetzt mein neues Let's Play, wo ich euch hier so ein bisschen durchführen werde. Gespielt wird auf meinem Privataccount, weil auf PS4, ja, wir spielen auf PS4, ist das ein bisschen teurer, neues Online-Profil anzulegen. 50 Euro im Jahr. Es wird eindeutig zu teuer für die Let's Plays, deswegen spielen wir hier auf meinem Privataccount und ja, das Menü sieht ja schon mal recht nice aus. Und ja, ich habe auch schon ein paar Manager-Aufgaben gemacht. So ein paar, die man leicht machen konnte. Habe jetzt als nächstes noch muss mir so ein Spiel allein. Kriege ich auch noch umsonst. Weiß aber dann nicht, wen ich nehmen soll. Hier, Ibrahimovic, leider keine 5 Sterne Spezialbewegung mehr. Aber ja, das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht so schlimm. Sowas hier kann man gleich vergessen. Vidal wäre eine Option. Hazard. Ramsey. Und na ja, gut, den kann sie schon wieder vergessen für 10 Spiele. Aber ich würde eher zu Hazard tendieren. Und wenn, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn das Video hochkommt, was ihr gerne für ein Team sehen wollt, weil ich habe ja bloß noch diese, habe ja erst noch dieses Ranz-Team. Ja, sieht ziemlich scheiße aus. Und ja, ich will einfach mal wissen, was ihr für ein Team haben sehen wollt. Ich tendiere zur Bundesliga, weil es da so die Heimliga ist. Also, was ihr so sehen wollt für ein Team, da würde ich da nämlich mal dran setzen und dann vielleicht euch was vorstellen, was man so bauen könnte. Hier gibt es ja jetzt neuerdings auch die Dream Squads. Da kann man ja, hier kann man ja ein bisschen rumprobieren mit ein paar Spielern, die man hier dann einbauen kann, wie das mit Chemie und so ist. Ist auch ganz interessant für Hybrids, finde ich. Und ja, da kann man hier so ein bisschen rumprobieren. Ich schalte jetzt mal wieder auf meine Mannschaften, auf den Fight Club. So heißt mein Team übrigens. Und hier oben in der Ecke seht ihr schon, 8000 Münzen habe ich größtenteils durch den Handel mit diesem Mann hier bekommen. Ja, ein Problem aufgetreten. Ja, auf jeden Fall mit Lallana. Läuft ganz gut für mich, finde ich. Und ja, mal gucken, wie viel ich da noch rausschlagen kann. Das neue Team der Woche, am Mittwoch released worden. Ja, eigentlich nicht so viel Interessantes. Ronaldo auf jeden Fall, Rakitic und Milner sind sehr, sehr interessant. Selbst Ronny, was heißt selbst, ja, der ist hier auch im Team der Woche, hat er sich auch reglich verdient mit seinem Doppelpack in der Bundesliga. Und ja, ja, Packs ziehen werde ich jetzt ein bisschen weniger, weil ich habe da kein Glück und FIFA Points, die sind mir zu teuer. Vielleicht mache ich das mal so, keine Ahnung, so für 10 Euro, 1000 FIFA Points, da kann man das ja schon mal machen. Aber mal schauen, das werde ich mir noch überlegen. Und ja, hier, das sieht ja schon interessant aus. Und nicht stören lassen von der einen Niederlage dort oben in der Ecke. Das war ein, mal gucken, ein 6:3 gewonnen. Steht hier, das ist mein einziges Spiel, das ich bis jetzt gemacht habe gestern. Und was passiert? Die Verbindung bricht ab. Natürlich ziemlich beschissen. Und ja, hier ein Kollege von mir und Puppe. Und auf jeden Fall fand ich nicht so toll. Naja, okay. So viel zur Information. Ihr könnt mir auch, also jetzt wirklich mal eure Meinung dazu, wie ihr das findet, das Foot Let's Play. Wie ihr das jetzt findet und was ihr davon haltet. Dann Teamvorschläge gerne gesehen, dass ich auch weiß, mit was ich anfange und wie ich das generell so über die Bühne bringe, was ihr so sehen wollt, wäre ganz interessant zu wissen. Und das war es nämlich schon wieder für das kleine Video, wollte bloß so ein Informationsvideo sein. Und dann, also schreibt, würde ich mich jetzt schon wieder verabschieden, bedanke mich fürs Zusehen und wie gesagt, Meinung in die Kommentare, Leihspieler auf jeden Fall erwähnen. Ich tendiere zu Hazard, weil der eindeutig am interessantesten aussieht. Für diese 4 Spiele, da würde ich mir das schon, da ist Ibrahimovic für 2 Spiele eigentlich nichts.
Auch Ramsey ist bestimmt nicht ganz so billig. Ich könnte ja mal kurz auf den Transfermarkt schauen. Ramsey. Der Aaron. Was kostet der mir, Kollege? Ja, der ist auch so bei 6.000. Ich muss jetzt mal. Vielleicht kann ich ja ein Schnäpschen schlagen. Mal sehen. Weil die Server scheinen schon wieder rumzulecken hier. Ich hoffe mal, ich krieg nichts. Gehen wir mal 6,5 hoch. Und dann schaue ich doch mal schnell nach, wie viel der denn so wert ist. Aber ich wäre auf jeden Fall überboten. Für 6,6 gibt es noch keinen. Neun auch noch nie. 11,5 gibt es den ersten. Dann schauen wir doch mal. Überboten wurde ich auf jeden Fall schon mal. Hallo, ich würde gerne meine Münzen wieder haben. Seid ihr total. Ey. Ich hasse es. Und wegen sowas kann sie dann nie bieten. Regt mich auf. Ich wollte vielleicht gerne mal ein Schnäppchen machen. Alles ist leer und jetzt vielleicht. Ey! Jetzt verarsch mich doch hier, Neve-Spiel. Es ist einfach unmöglich. Na gut, jetzt könnte ich mir, glaube ich, schon nicht mehr leisten, aber ach. Ich lasse ihn auf der Beobachtungsliste. Wen haben wir denn noch gehabt in der Liste? Vidal? Vidal, der Arturo. Wie toll ist denn der Kollege? Huch! Auch bei denen gibt es einen Preis von 20.000, 30. Warum die so am Anfang so teuer sind. Das ist der Markt von FIFA, der verstehst du nicht. Also, so 32.000 ist schon ganz schön teuer. Wird man so schnell sich nie leisten können. 31.000 waren dort gerade angezeigt. Ich weiß, dass ich den nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Lassen wir das mal ruhen. Ich gehe mal einfach hoch. Auf 8.000. Okay, 8.100 Münzen habe ich. Mehr kann ich nicht bezahlen. Und dann wäre noch Hazard. Der steht hier gleich ganz oben und der wird 100 irgendwas. 1200, ja, klar. Den werde ich mir niemals leisten können. Deswegen wäre der als Leihspieler schon ziemlich interessant. Oh Gott, so ein Schnäppchen hier. Oh ja, ich hasse es. Direkt FIFA zurzeit auf, aber das kann man irgendwie nie ändern. Könnte auch daran liegen, dass die Server erst neu drin sind. Ja, auf jeden Fall, Hazard wäre da schon am interessantesten für mich. Weil er sieht doch von den Werte ganz gut aus, sage ich jetzt mal. Und ja, dann, also könnt ihr mal die Meinung zu diesen Leihspielern reinschreiben. Weiß ich jetzt eigentlich, ob bei diesem Foot Let's Play sehen wollen. Ich werde hier größtenteils Spiele spielen und dann hoffentlich in Liga 1 kommen. Damit Münzen verdienen. Ich krieg mal immer jetzt Münzen. Und dadurch dann mir neue Teams bauen und mein Team verbessern, womöglich. Und dann könnt ihr einfach mal schreiben, wie ihr das findet, was ihr von dieser Let's Play Idee haltet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ja, ich würde sagen, ich fange Montag mit dem Let's Play an. Also so richtig mit einem ersten Spiel vielleicht schon. Oder mit einem Teambuilding. Und weil heute Freitag ist, da stelle ich nämlich das Video vielleicht heute noch hoch. Also werdet ihr sehen, ob es Freitag, Samstag, Sonntag gekommen ist. Und dann wahrscheinlich am Montag, dem 29. geht es dann los mit dem Foot Let's Play. Bin ich mir aber noch nicht sicher, wie ich das so hinkriege. Wie das so abläuft hier.
und wie fleißig ihr mitarbeitet, weil wenn jemand was schreibt, kann ich ja auch nichts machen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr fleißig Kommentare schreibt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich das wissen. Für Kritik bin ich auch immer offen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!